Okay, 15 Gold, weil wir nur für drei Leute haben. Hehehe. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Und ja, eigentlich müsste ich das Territorium einnehmen, um an das Wild zu kommen. Oder das Territorium, um an das Wild zu kommen. Aber nee, ich will erstmal das Territorium haben. Dann kriege ich nämlich die Schafe und die Kühe. Kann ein bisschen mehr Nahrung produzieren. Oh, die Holzfällehütte ist noch nicht ganz ausgebaut gewesen. So, damit haben wir... um das Territorium einzunehmen. Und hier ist auch schön viel Grünfläche für Ackerbau, also Getreide und Honig. Wenn dann irgendwann der Regen nachlässt. Verstanden. Alles klar. Und ja, als nächstes nehmen wir das Territorium hier ein. Um an die Kräuter und das Wild hier zu kommen. Und dann können wir uns daran machen, ein Landwurm zu werden. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Mhm. Wie ihr wünscht. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, da kriegen wir wenigstens nochmal 30 Geld extra. Ja, und das kostet 250. Nee. Hi. So, die Kühe sind auf der Weide. Schön, wenn es hier auch nochmal Kühe geben würde, aber hier gibt es nur Elefanten und ich glaube nicht, dass Elefanten in den Kuhstall passen. Auch wenn es sicherlich lustig mit anzusehen wäre.
So, dann rufen wir gleich nochmal zur Predigt. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Weiß ich. Wir haben halt gerade im Augenblick nur ein Gebäude, das Geld verdient. Aber sobald wir die Wildschweine haben und die Kräuter... Na gut, die Kräuter können wir uns noch etwas Zeit lassen. Aber ja, wir sollten dringend noch einen zweiten Metzger uns holen. Ach, errichten wir den mal hier. Und sobald wir etwas Milch reinkriegen... Okay, wir können das Territorium einnehmen. Jawohl. Können wir auch gleich einen Gerber einstellen? Mann, so viel Fisch, an den wir nicht rankommen. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Weiß ich. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, Straße. Und Jägerhütte. Und hier die Straße für die Kräutersammler später. So, wir können Käse errichten, Käsemacher errichten, weil wir haben langsam genug Käse. Um wenigstens einen ein bisschen zu versorgen. Also wir haben ein bisschen Milch, um den Käsemacher zu versorgen. So besser ausgedrückt. Brauchen wir nur noch das Geld, um die Burg auszubauen.
Da haben wir das Geld, um die Burg auszubauen. Burg und danach das Lagerhaus. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Hm. Lässt sich gerade nicht ändern, dass es dem Steinmetz am Stein fehlt. So, der bringt Geld. Da kommt auch noch ein bisschen Geld zusammen. Durch meine Steuereintreiber. So, die Burg wird ausgebaut. Ich, Markus, werde euch immer treu ergeben sein. Sehr schön. Das heißt, es gibt jetzt mehr Gebäude, die Geld abwerfen. Und ich kann den nächsten Schritt einleiten und zwei Besenmacher, Seifenmacher errichten und die Jäger auf die letzte Stufe upgraden und mein Lagerhaus schon mal ausbauen. Ja, ich werde den Steinbruch einmal nachfüllen, dann werde ich die Steinmetze da abreißen. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Mhm. Jetzt aber erstmal hier Holz ausgeben. Und unser Lagerhaus. Wurde abgegradet. Das heißt eigentlich nur noch das Territorium einnehmen und dann können wir uns auf den Weg machen. Wobei, ich will erst noch die Kirche eins upgraden, also wenigstens wie ihr wünscht den Titel Baron erreichen. Ja, dafür brauchen wir allerdings noch mehr Geld. Gut, ich würde aber sagen, wenn hier alles ausgebaut ist... Also jetzt können wir erstmal speichern. Als Let's Play. Fahren das überschreiben. Ja. Und dann gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.